We've disrupted the production line at Marchesac, which will slow Mahler's plans down. But we were too late to stop the shipment of huge quantities of already completed components. Components included state-of-the-art U-boat stealth plating. The shipments were bound for Guernsey, disguised as medical supplies. I'm following the trail. If Operation Kraken is some kind of stealth U-boat submarine, I need to take it out before it becomes an invisible killer in the channel. Diesmal hier zur 5. Mission und mit der Tötungsherausforderung in Beton oder so töten. Ja, richtig. Ja. Das nicht entdecken. Was ist denn da? Da bei dem Haus und E2 oder so. Ist da einer gewesen? Naja. War die Hart Belinsky Kill. Was nach einer? Das ist glaube ich der, Link, oder? Oh. Das ist seine Hütte da. Ah, da oben. Da ist der eine rum. Der kann erstmal schlafen gehen. Irgendwer sieht. Er ist bei mir hier dran. Hab ich so. Ja. Noch wissen die, wenn mit Beton begräbt. Ja, da unten war irgendwas, glaube ich. Hier, also hier, ja. Da, ah, hier, wo. Ja, hier bei der. Ja, welcher Lagisten ist das? Ist. Da, oder? Oder muss man den da einfach nur. Hier kann ich. Aber hier kann man interagieren mit dem Ding. Ja, wahrscheinlich runterwerfen. Ja, ich glaube. Ja, so geht's auch. Ich hätte eher tatsächlich gedacht, dass man. Das hier. Quasi antritt und dann fällt er da rein und würde mit dann, ja. Man kann ihn natürlich auch reinwerfen, das sieht doch. Auch eine Möglichkeit. Die Dinge zu erledigen. Jetzt haben wir trotzdem noch eine Werkbank auch offen. Wir haben eine da. Naja, eine hatten wir. Ja, ich nicht. Achso, ja, dann, keine Ahnung, wir geben uns in die Richtung, ne? Haben wir sowieso ein Ziel. Sofern ich da irgendwie einen Weg hinfinde, hier geht's nämlich ohne. Also nur einmal nämlich, nicht lang. So wie das aussieht. Demnach müssen wir unten rum. Scheinbar. Ich kann mich jetzt schon von. Was? Nicht sehen. Da steht doch einer, ja. Da ist einer, der ist bewusstlos. Wer das noch gesehen? War das voll gelb jetzt? Egal.
Ach da, du bist schon dran, ne? Ja. Im Eingang geht's. Oh. Running low on ammo. Running low on ammo, hat sie gesagt. Das ist nicht gut. Aber die erstmal oh, die nicht tödlichen Geschosse. Was nennen wir jetzt denn, Alter? Da vorne scheint auch noch wert zu sein. Ja, und natürlich rennt er jetzt weg. Wo ist der hin? Und der löst wieder den Alarm aus. Das kann es doch wieder nicht sein. Oh, 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 oh. Bruder. Und ich schieße nochmal daneben. Nächste und da ist ja noch einer. Haben wir irgendwie Gruppen treffen oder was? Ah ja, Dirt. So, die sind alle erledigt. Ah doch, da ist das so, ja, beim Alarm. Alarmbereich ist noch wer zugange. Oder unten oder so. Während ich hier irgendwie Zutritt bekomme. Dann machen wir das Ding mal aus. Das nervt mich ein wenig. Das Labyrinth. Ach so, hier bin ich, ja. Okay. Also keine Gefahr, dass die Dinge ich hasse diese kleine Mechanik. Digga, ich klamm drauf, oder? Das sabotiert. Mehr sollte ich, glaube ich, aber nicht machen. Ich glaube, direkt rechts neben mir steht, glaube ich, irgendwann, das ist auch nicht so prägend. Nein, ich habe es nicht gesehen, aber egal, es wird sowieso zu spät. Kaputt gespielt. Das hat er aber auf jeden Fall gemacht. Da hat auch schnell danach, Pippi. Ist das hier eine der Tür? Aber ihr wisst doch, dass ich hier stehe. Natürlich ist er ausgewichen. Ah ne, doch nicht. Den hat's erwischt. Eieiei. So spontane Kamera.
hier nicht auch noch einer? Nur wir sind zwei Sprengladungen, wenn das weg ist. Ja, hier vor dir. Augen auf. Mann. Augen auf. Im Fahrzeug. Oh. Weg. Brechstange fehlt. Ah, da könnten wir auch was machen, aber das tut scheinbar nicht Not. Dann lassen wir das. Da kann man aber nochmal Sprengladung usen. Oh, schnell. Verband auch gut. Was haben wir denn da? Das da. Das ist so, Werkbank Glintstil. Wo war das nochmal? Ja. War das, aber war das, warte mal, war das dieses Haus? Naja, wie soll man das beschreiben? Na, war das so ein Haus? Nö, das ist so ein Kirchturm oben dran. Kirchturm? Ah. Ne, ich habe aber, glaube ich, eh ein anderes Haus, was ich meine. Jetzt muss ich erstmal da hinkommen. Wird auch noch lustig. Jetzt muss ich nämlich aus dem Labyrinth hier raus. Da ist abgesperrt. Hier ist kein Ausgang, hier ist ein Ausgang. Ne, ist letztes beim, beim Ding hinten. Beim Ziel. Und da fährt irgendeine Luxuskarre rum. Mit einem Escort-Ding gedöns. Warum treffe ich nicht? Oh Mann. Schlechter Aim geht nun wirklich nicht, ey. Kopfschutz. Oh, Kopf, nee, Kopf. Und bei dem krieg ich eine Kerl. Da ist ja noch einer. So. Das war's mit denen. Geht's jetzt ab Richtung am Markt, ja. Achso, doch, da ist auch noch die eine andere Mission. Fluss oder in den See oder so. Sich hier durch das ganze Lagergebiet noch durch? Tatsächlich. Eieiei. Oh oh. Nein, hier ist keiner. Nein, 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 nein. Okay, Alarm wird alarmiert. Angemacht. Geduld. Oh. Was war das? Ach, da steht ein Panzer. Jo. Warum auch nicht? Eine wichtige Info für vornherein gewesen. Gut. Ah ja, für dafür gebe ich das Laumo. Steinerne Ader, dafür gibt es auch ein Achievement. Eins von drei.
weird stuff. Auf jeden Fall. Willst du das in der Mitte nicht mitnehmen? Was in der Mitte? Die Werkbank. Welche denn? Ja, da wo du markiert hast. Ach ja, stimmt, da habe ich ja markiert. Du hast ja hier vorne markiert. Ja, das ist verwirrend. Ein wenig. Und der wollte die Werkbank klauen. Gucken, wie kommen wir auf das Gelände darauf? Von rechts oder von links? Von ich bin rechts. Über die ich bin von der Straße runter. Ja, ich glaube, hier lang komme ich da hin. Ja. Auch ziemlich gut, dass wir das ganze explosive Zeug abgesperrt haben. Also den ganzen Bereich. Dass man auch ja nicht in die Minen reintritt. Sehr nett. Auf jeden Fall. So, wo soll das hier drin sein? Hier ist kein Eingang. Doch, du musst da auf der Seite hochklettern. Aha, ja. Ah, ich sehe den Panzer. Hm. Da gibt's eine Panzerfaust. Das mitnehmen, das. Dann das. Und jetzt bin ich wieder irgendwo nirgendwo. Na, wobei, die ist eigentlich ganz in Ordnung. Die Position ist aber immer noch knapp. Ich bin wieder auf dem richtigen Weg hier. Ja, hier war die Blockade. Hier noch weiß markiert sind. Ah, das stimmt, die sind da wie unterirdisch gewesen. Oder so ähnlich. Also genau, hier war ja eine Werkbank. Ja. Die hat das hier nicht. So. Gehen wir jetzt hier noch rein in das Gebäude. Geht doch. Mal war ich da nämlich schon gewesen. Ja, stimmt, das andere war ja jetzt wieder unten drinnen. In dem Bereich da. Wir gehen hier durch. Da war da vorne der Eingang. Soweit ich das noch weiß. Oder war der da vorne links? Oder hier rechts? Hier ist ein Eingang. Schmuddi. Dann hier runter. Okay, gehen wir wieder erstmal durchsuchen. Hier irgendwas löschen. Ne. War das? Ah. Hey. Ah, ja, ja. Das war das.
Bomber nie auf Englisch. Bewegung! Ich bin nicht mehr hier. Ich glaube, ich direkt an der Rauke getroffen. Kommt hin. Oh, oh, oh. Kann ich war, ihr habt mich gar nicht getroffen. Das ist eine Lüge, das stimmt gar nicht. Tja, blöd, dass sie jetzt in die falsche Richtung gelaufen sind und deswegen sind die los. Die sind zu mir umgedreht. Hä? Ah? Die sind zu mir umgedreht. Ja, ich weiß. Ich sag, ich wäre schon blöd. Dass sie da hingelaufen sind. War ich hier nicht, hier war eine, unten war was. Also. Da komme ich so nicht ran. Kommt dadurch. Ja, hier war das andere. War das hier das, wo ich dich mit hochgejagt hatte? Glaub schon. Kann gut sein. Dann sollte ich diesen Bereich auf jeden Fall noch verlassen. Hier oben wird auch noch was angezeigt. Druckventilchen. Was sind denn nur andere Druckventile sein? Hier geht's in den Eingang rein. Ach, es war da mal löse Kettenrechtshaus. So, das war da. War das nicht das, wo wir von außen, wo ich von außen geschossen hatte? Ich glaube schon. Bist du schon? Hä? Oh, ich komme mal hinter dir. Ja, ich laufe hier unten rum. Hab die beiden Dinger gemacht und laufe jetzt Richtung Fragezeichen. Stange. Druckventil belastet. Achso. Hier war's. War das hier irgendwo weiter oben? Keine Ahnung. Steuerung. Oder hier. Hier ist eine Steuerung. Ventilation. Aber das, oder hä? Genau. Was? Kettenreaktion ist von außerhalb. Ja, die Reaktion, aber wir haben hier trotzdem irgendeine Sache, die wir drin machen sollen. Maschinenraum ist. Ich bringe auf jeden Fall mal diesen Vogel auf. Der hat mich genervt. Das ist Sprengcode für U-Boot. Aha. Frage den Sprengcode. Ja, gleich. Ach so, warte mal. Ja, aber das würde ich gleich jetzt machen. Das heißt, man kann die Rauchreaktion nicht von draußen machen. Man kann sie jetzt sogar auch von drinnen wahrscheinlich irgendwo starten. Aber erstmal müssen wir gucken mit dem Ventilgedöns. Ja, das eine hier so drauf schon. Ja, ich weiß. Das eine, ja. Aber hier muss ja irgendwo noch anders sein. Oder so auf 17 Meter, 16 Meter. Das hier, warte, ich knack hier mal das Ding kurz. Weil hier ist noch ein Schloss. Ah, ich hab's. Du.
Wenn es die Frage. Ja, aber ist es jetzt aktiviert? Weil der Irrenmarker wird dann noch angezeigt. Ja, jetzt kann man von oben Dinge reinwerfen. Für irgendwas Sprengladung. Steht. Ja, aber wie, ja, keine Ahnung. Achso, ja, oder eben, weil hier haben wir einen Sprengcode. Oder genau, darüber hatten wir es letztes Mal. Über das Telefon. Wir haben drei Optionen. Über Telefon können. Hatten wir es gemacht. Ja, weiß ich nicht. Wenn wir, also Telefon können wir hier unten, aber wir können es ja auch mal irgendwie anders machen. Telefon wäre da unten. Das war aber nicht das, wo ich geschossen hatte von außen, sondern das war eine andere Mission. Dann, keine Ahnung. Dann macht er halt irgendwas an. Oder hast du keine? Sprengladung fallen lassen. Hui. Oh. Okay. Wo geht's auf? Der Panzer lebt immer noch. Ja. Der hat auf dich gewartet. Das ist schon eigentlich Mobbing, oder nicht? So weit rumzugehen. Aua. Ich hatte jetzt auch nochmal mit Panzerbrechen drauf geschossen. Ich habe mir ein paar Granaten unten reingeworfen. Denn wo geht's hier raus? Anderes Salon. Anderes Zeit. Stimmt, hier ging das raus. Ja. Has returned with intel that confirms the serious and urgent nature of Operation Kraken. Der Prototyp zerstört. Die Testdaten sind verloren. Monate der Vorbereitung für die Katz. Unsere japanischen Verbündeten sind außer sich. Sie reisen doch nicht um die halbe Welt, um Zeuge von Unfähigkeit zu werden. Wir sollten die Sicherheitsmaßnahmen verstärken. Aber natürlich halten Sie mich für blöd. Ich will äußerste Wachsamkeit.